Hier sind die seltsamen Vögel. Aber ich wollte mich doch nur um meine Familie kümmern. Hat jemand diese Leiter festgebunden? Was ist ein Zettel? Leute, hört bitte auf, meine Leiter zu bewegen. Das geht mir ziemlich auf den Keks. Unterschrieben, Gas. Gas. Was ist denn mit dem passiert? Der Vogel guckt ein bisschen komisch. Dieses Ei hat Schwierigkeiten beim Schlüpfen. Vielleicht sollte ich... Oh oh. Mann! Au. Mistkerl. So. Mimi. Genau. Ich frage mich, ob ich dem kleinen Vogel damit helfen kann. Das sah aber nicht schlecht aus. Muss das falsche Werkzeug sein. Dann nehmen wir einen Löffel. Mit dem Löffel gehen alle Eier auf. Die kleinste Geige der Welt hat für den gespielt. Hey Löffel, kannst du ein Ei tragen? Ja, Commander. Aber nur klein, befürchte ich. Ah, das bringt uns auch nicht weiter. Ja. Ich glaube nicht, dass das dem kleinen Kerl helfen würde. Ja. Es hilft wirklich nur Babys vor Strahlungen. Ja. Dieser Knopf steuert nur Grabsch-Gary. Ich frage mich, wo er im Moment steckt. Und wo da vorne ist offenbar ein Baum. Absolut keine Ahnung. 1000 Sachen können wir machen und ich habe keine Ahnung. Nimm uns! Wir sind voll ausgereift. Iss uns süße Belohnungen. Moment mal. Das gefällt mir nicht. Ja, das ist irgendwie... Iss unsere Heiligen... Wollen wir die Teile einfach weglassen? In Ordnung. Wir sind rechtzeitig wieder da. Lass unser Kind wachsen. Auf seinem morschen Boden. Entsteige dem versteckten Kern. Lange nach unserem Tod. Moment mal, sind wir es gerade, die Frucht nicht anbeten? Wow! Was hat der gemacht? Das ist ein großer Baum. Der Schön. Größte. Danke für die Erklärung. Das glaube ich nicht. Der Weiseste. Schwer zu beweisen. Vielleicht sind wir ja... Hey, ihr seid doch diese Wachen, die Alex strahlensichere Vorhänge gestohlen haben. Ohne jetzt irgendwas damit zuzugeben. Was geht dich das an? Wenn ihr mir diese Roben zurückgebt, wird Alex keine Anzeige erstatten, klar? Erstens... haben wir gar nichts gestohlen. Zweitens haben wir darunter nichts an. Also kannst du das mit den Roben vergessen. Wenn du sie haben willst, musst du mit uns um sie kämpfen. Kein Problem, ich kämpfe mit euch um die Roben. Ich brauche sie, um meiner Mama zu helfen. Oh, wie süß. Er will seiner Mama helfen. Und er will uns mit einem Stock verprügeln, damit wir sie rausrücken. Nein, ich verprügle niemanden, aber ich entwaffne euch beide mit Leichtigkeit. Mit meinen Garnkumpeln war ich schon auf mehreren Fechtmissionen unterwegs. Wenn ihr also Stöcke habt... Wir haben keine Stöcke hier, Herr Superschlau. Wenn du aber einen findest, kannst du gerne wiederkommen und versuchen, uns die Roben abzunehmen. Oh Mann! Was macht ihr eigentlich hier oben? Wir waren mal die blinden Druiden. Nachdem uns ein falscher Prophet getäuscht und betrogen hatte, wollten wir Weisheit vom Baum der Antworten erlangen. Baum der Antworten. Warum glaubt ihr, dass der Baum Antworten weiß? Nun, ehrlich gesagt, war er auch nicht unsere erste Wahl. Wir sind hier raufgekommen, weil wir von diesem Guru der Erleuchtung gehört haben, dem eine Menge Leute folgen sollen. Wie es aussieht, ist er aber außer Betrieb. Also ist uns diese Frucht wieder eingefallen. Und da sie die Antwort auf das Rätsel von Jorn war... Es könnte ja sein, dass sie die Antwort auf alles ist. Oh mein Gott. Warum sollte die Frucht die Lösung aller Rätsel sein? Zu viele Fragen. Zu wenig Antworten. Das ist eine Sache des Glaubens. Und das Ding hier sollte wirklich funktionieren, weil uns sonst die Sachen zum Glauben ausgehen. Ja, wir sind irgendwie am Ende mit unserem Latein. Okay, wir kämpfen. Ich werde schon einen Stock finden und dann kämpfen wir um diese Roben. Warum besorgst du stattdessen nicht etwas Garn? Ja, wir würden liebend gerne einen deiner Freunde treffen. Die sind gemein. Sucht ihr etwa nach einem Baum zum Reden? Im Wald habe ich nämlich einen gesehen, der vielleicht sogar antwortet.
Oh nein, danke. Diesen Spinner kennen wir schon. Wir sind hier, weil das da der Baum mit der Frucht ist. Mit der Frucht, die Antwort ist. Aha. Die Frucht ist die Antwort. Das war jetzt echt überzeugend, Courtney. Danke. Ich habe die Pause genauso gemacht, wie du es wolltest. Ich komme wieder. Ja, genau das hat der blinde Gott auch gesagt. Oder der morsche Boden. Weißt du, als welcher Spinner. Die sind voll die Spinner. Den ist doch echt zu langweilig, oder? Die beten einfach alles an. So. Wir kriegen das Ei nicht auf. Ich habe keine Kabel, ich habe keine Strahlenschutzdinger. Ich brauche jetzt einen Stock, damit ich um die Roben kämpfen kann. Und ich weiß absolut nichts. Ich habe das Gefühl, als hätte ich dieses Gesicht schon mal gesehen. Hallo. Was ist denn hier passiert? Warst du schon einmal bei einem Maidenmahl? Ich möchte Nein sagen, aber ich befürchte, die Antwort ist ja. Kennst du diesen Kerl? Niemand sollte an einem Maidenmahl teilnehmen müssen. Und das wird auch keiner mehr müssen, solange ich was dagegen unternehmen kann. Das ist gut. Was genau ist denn ein Maidenmahl? Etwas, was wir schon immer getan haben. So wurde es uns erzählt. Und wir haben es geglaubt. Wir dachten, es sei eine große Ehre. Wir waren so glücklich für Vella. So stolz auf sie. So dumm. Ja. Das Maidenmahl ist also etwas Schlechtes? Meine Tochter hat uns das bewusst gemacht, als sie das Monster bekämpft hat. Es hat nämlich nicht die Stadt zerstört. Es ist einfach weggerannt. Sie hatte die ganze Zeit über Recht. All diese Jahre. All diese Mädchen. Für nichts. Das ist jetzt vielleicht nicht, was du hören möchtest, Morelia. Aber eigentlich munterst du mich auf. Kann ich irgendwie helfen? Ich will nur meine Tochter finden. Sie um Verzeihung bitten und ihr sagen, wie stolz ich auf sie bin. Wie unglaublich blöd du warst. Du doch nur meine Mutter sein. Worüber habt ihr gesprochen, als ich ankam? Ich habe nur versucht, diese junge Dame hier aufzumuntern. Aber jetzt bemerkt sie, was für eine Versagerin ich eigentlich bin. Das bist du nicht. Warum hat Mokchotra mich dann nicht ausgewählt? Nun, ich weiß es nicht, Süße. Vielleicht wurde er ja angegriffen von feindlichen Kräften oder sowas. Wer bist du nochmal? Ich bin Shay. Ich bin nicht von hier. Hör zu, Twyla. Du musst jetzt nach vorne blicken. Und was soll ich tun? Mein ganzes Leben habe ich mich nur auf das Maidenmahl vorbereitet. Nun, ich bin sicher, du kannst doch einen Haufen anderer Sachen. Wie zum Beispiel, Stricken. Lass mich nachdenken. Rechnen, schaukeln. Raumschiffe reparieren. Raumschiffe reparieren? Nein, die gibt's bei uns nicht. Doch. Rechnen. Nö, war nicht Teil der Maidenausbildung. Schaukeln? Schaukeln? Machst du dich über mich lustig? Ein bisschen. Na, wenigstens hast du ein cooles Kostüm. Oh, danke. Das habe ich selbst gemacht. Du hast dieses umwerfende Kleid selbst gemacht? Das ist ja beeindruckend, Twyla. Ach, gebracht hat es mir aber rein gar nichts. Könntest du ein Kostüm für mich machen? Was? Oh, ich glaube, das wäre eine tolle Aufgabe für dich, Twyla. Nun, wenn du eine Vorlage und etwas Material hast, dann könnte ich vielleicht was zusammenflicken. Ich hab eine Vorlage. Ich hole eine Vorlage und das Material. Ich bin gleich wieder da. Oh, wie aufregend. Ich hab eine Vorlage, aber ich weiß nicht, was für Material du brauchst. Hier, Vorlage. Kannst du mir ein supraleitendes Gyroskop-Hypercam-Kostüm nennen? Ich weiß nicht, was das ist. Deswegen nein. Ach, Mann. Ich hab eine Vorlage, blöde Kuh. Braucht jemand eine Häkelnadel?
Ich habe nie häkeln gelernt. Ich wäre sicherlich furchtbar darin. Wieso? Du kannst doch Kleider machen. Jeder... Ich glaube nicht, dass sie jetzt einen Löffel brauchen. Jeder braucht einen. Jeder braucht einen? Stimmt, jeder braucht einen Löffel. Kannst du mir auch so eins machen? Ach, wie süß. Wie alt ist denn dein Baby? Oh, das ist für mich. Es müsste etwas größer sein. Nun, ich könnte das da als Vorlage verwenden. Es ist genau die richtige Einstellung. Bring mir einfach die Materialien für deinen riesigen Baby-Strampelanzug und ich leg los. Ja, okay. Es ist kein... Ach, egal. Ich komme sofort mit dem Material. Jetzt brauche ich den Stock und dann gebe ich ihr die Umhänge von den beiden Mädchen und dann habe ich einen Strahlenanzug. Wo kriege ich den Stock jetzt her? Ich brauche einen blöden Stock. Offenbar ist gerade Brutsaison. Boah, Hilfe! Ich bin gerade eingesunken in den Wolken. Ich brauche einen Stock. Hast du einen Stock? Hallo, mein Name ist Jay. Ich komme von... außerhalb. Ich auch. Ich komme aus Zuckerdosendorf. Mein Name ist Huska und das hier ist Walter. Du bleibst dabei, was? Ist dein Name Walter oder Walter? Ist hier ein riesiges Monster vorbeigeflogen? Manche nennen es ja auch Mokchotra. Nicht seitdem er in mein Dorf kam, um es zu zerstören. Meine Tochter Vella hat ihn zurückgeschlagen. Unglaublich. Sie war so mutig. Mhm. An dem Tag haben wir viel von ihr gelernt. Dein Dorf heißt nicht zufällig Risikosystem 5, oder? Nein, ich meine erwähnt zu haben, dass ich aus Zuckerdosendorf komme. Was für ein Name ist denn bitte Risikosystem 5? Hört sich an wie aus einem Actionprogramm für Kinder. Genau. Was für kleine Kinder vielleicht. Oh. Hey. Ist der Name Walter oder Walt Irr? Mein Name wurde von Harmony Lightbear zu Walt Irr leichter gemacht. Leichter. Das hat nichts mit einem Kult zu tun. Es hat mit einem Kult zu tun. Moment. Es hat nichts mit einem Kult zu tun. Hör auf, mich zu verwirren. Oh, du meinst den seltsamen Kerl da drüben auf der künstlichen Wolke? An Hamni Lightbeard oder seinem ist rein gar nichts künstlich. Es wird durch Nähte zusammengehalten und unten hat er eine große Schleife. Ist dir das nicht aufgefallen? Das sieht man eigentlich sofort. Was ist mit dieser kleinen Hütte? Das ist das Wolkenschuhgeschäft meiner Frau. Sie hat so hart gearbeitet, um Geld zu verdienen. Und ich habe daran gearbeitet, es wegzugeben. Sie ist weggelaufen. Und ich habe keine Ahnung, wohin. Ich glaube, ich habe deine Frau gesehen. Wirklich? Am Strand, der unten, die angelt. Sag's ihm nicht. Weißt du was, Walter? Wenn sie bereit ist, zurückzukommen, dann kommt sie zurück, klar? Stimmt wohl. Na gut, bis später. Mach's gut, Jay. Super. Hier habe ich auch nichts rausfinden können, außer dass wir die Wolke von dem alten Typen aufschneiden können mit unserer Häkelnadel. Jetzt brauche ich immer noch einen Stock. Hey, hey, möchtest du einen Cupcake kaufen? Ich sammle damit Geld. Für einen guten Zweck. Hallo, ich heiße Shay. Magst du einen Cupcake, Shay? Ich will einen Cupcake. Aber ich habe kein Geld. Prima. Hast du auch Geld dafür? Wie wär's mit einem Handel? Ich hätte da was anzubieten. Tut mir leid. Von Harmony Lightbeard habe ich nur eins gelernt. Ich brauche keine weltlichen Dinge. Ich brauche Geld. Ich brauche keine weltlichen Dinge, ich brauche Geld. Okay. Und worum geht es genau? Wir sammeln Geld dafür, auf ihre vermisste Schwester aufmerksam zu machen. Und dafür, die Lügen über das Maidenmal aufzudecken. Genau. Cupcakes gegen Lügen. Ah, danke, Inulchen. Da drüben hat er... das skippen wir jetzt einfach mal. Und warum werden... Ihr wollt also das System auf den Kopf stellen? Ein Cupcake nach dem anderen. Jeder steht für eine Frage. Wir ziehen von Stadt zu Stadt, verkaufen Cupcakes und stellen Fragen. Bis es dann quasi eine Cupcake-Lawine gibt. Die Leute sich immer mehr Fragen stellen. Cupcake-Lawine. Und die Sache immer größer wird. Bis sie dann groß genug ist, um einen ganzen Mock zu vernichten. Fantastisch. Ja, aber weißt du, man muss klein anfangen. Viel Glück. Na, dann mal alles Gute. Ich gehe jetzt zum Stock.
Da hinten, da hinten! Gib mir den Stock, den brauche ich ganz dringend. Ist mir egal welchen, den von dem Opa oder dem von dem Kind. Alter Mann, diesmal bist du dran! Autsch, wie hast du das gemacht? Gib mir den Stock. Sag mal. Warum verprügelst du den Kleinen? Habt ihr vielleicht irgendeine Idee, wo man hier in der Gegend Geld verdienen kann? Oh, ich habe eine Menge Geld. Mein Papa sagt, dass man es auch ausgeben sollte. Möchtest du welches haben? Nur so viel, dass ich ein Cupcake kaufen kann. Bitteschön. Danke. Im Ernst? Warum hast du so viel davon? Ach, Papa gibt es mir, damit ich es Harmony gebe. Da Harmony aber nicht so schwer tragen will, behalte ich das meiste für mich, um ihm das Leben zu erleichtern. Aha. Vor Gericht kommst du damit niemals durch. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass du noch zum Helden in deiner Familie wirst. Ich weiß, schließlich bin ich ein Krieger. Brauchst du wirklich diesen Stock? Wie es aussieht, bist du ziemlich gut zu Fuß. Nun, nachdem mich Weller jetzt inspiriert hat, habe ich viel mehr Elan. Als ich sah, wie sie diesen Mog fertig machte, hat mir das meinen Kampfgeist zurückgegeben. Ich brauche den Stock. Ich brauche aber trotzdem noch den Stock. Nein. Da drinnen bewahre ich meine Glasur auf. Was für eine Glasur? Habt ihr den Kuchenbazar da drüben gesehen? Klar, ich habe ja alles selbst glasiert. Die schnellste Kanone im Westen. Verflixt, der rote Stoff ist fast alle. Er reicht nur noch für einen Kuchen. Ich sollte ihn lieber aufsparen. Schließlich brauchen wir genug davon, um einen Kuchen für Weller zu backen, wenn wir sie finden. Habt ihr alle Cupcakes selbst glasiert? Wenn ich einen ohne Glasur sehe, muss ich glasieren. Eigentlich habe ich nichts für dieses Gebacke übrig, aber wenn es schon sein muss, dann richtig. So wie ich beim Kämpfen. Gib mir den Stock. Warum verprügelst du den Kleinen eigentlich? Das mache ich nicht. Ich bringe ihn bei, wie man kämpft. Ich bin schon bei Lektion 5. Er hat mich darum gebeten. Aha. Was macht ihr eigentlich so weit hier draußen? Wir mussten einen Ort fernab jeglicher Zivilisation finden. Manche Leute sehen es nicht gerne, wenn ein alter Mann ein Kind verprügelt. Oder andersrum. Ja. Gut, zurück zu deinem Unterricht. Aufgestanden, Soldat. Ich stehe doch schon. Oh. Ich brauche den Stock trotzdem noch. Gib doch her. Hä? Gut. Na, hier, nimm das dafür. Vielleicht würdest du ja mit einer Häkelnadel noch besser kämpfen. Wir haben mit Essstäbchen angefangen und er hat es erst zum großen Stab gebracht. Damit sticht man sich nämlich nicht so schnell die Augen aus. Okay. Na, hier, nimm einen Löffel. Brauchst du einen sprechenden Löffel? Zu meiner Zeit haben Löffel nicht gesprochen. Bestimmt haben sie das. Du hast nur nicht zugehört. Ich finde den Löffel so geil. Der ist richtig toll gemacht. Gut, dann kaufen wir jetzt einen Cupcake. Ich weiß nicht warum, aber es ist das Einzige, was ich hier machen kann. Alles andere hat irgendwie hier noch nicht so viel gefruchtet und ich brauche den Stock. Möchtest du einen Cupcake kaufen? Wie läuft eure Aktion? Nun, von Cupcake zu Cupcake besser. Wo sind eure Eltern? Nun, mein Papa ist in der Wolkenschuhhütte meiner Mama und erhält Erziehungsunterricht von Rockys Vater. Und meine Mama versucht gerade ein anderes Opfer vom Maidenmal aufzumuntern, ein Mädchen im Alter meiner Schwester. Eigentlich darf ich niemandem sagen, wo meine Mama ist, aber ich weiß es. Sagen wir einfach mal, sie ist zu arm. Na, dann mal alles Gute und viel Glück mit eurem Kuchenbazar. Nein, ich wollte euch doch was geben, ihr doofen Kinder hier. Hey, kann ich einen von diesen Cupcakes kaufen? Ich hab Geld. Prima! Ich nehme das Geld gerne. Der Cupcake geht an dich. Die rote Dankeschön. Glasur ist was Besonderes. Es war ihre Lieblingsglasur. Naja, eigentlich ist es meine Lieblingsglasur. Ich habe ihr aber nie welche gegeben und jetzt ist sie weg. Kann ich ihr doch bloß... Hey Rocky, schon gut. Wir werden sie finden. Ja. Wahrscheinlich verprügelt sie gerade ein paar glücklose Mocks. Wahrscheinlich stimmt das. Danke für den Cupcake. So, jetzt. Was muss ich mit dem blöden Cupcake machen?